Und wie bist du aus Mamas Bauch rausgekommen? Flup. Ja, so einfach. Mein Tiffy Herz schlägt für mich. Du bist das beste Hündchen überhaupt. Und dann kann man das so hinstellen, ne? Und dann fällt es nicht um. Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Du bist da, wo vor dir noch keiner warnt. Mir wird klar, ich hab dich gemacht und du mich zur Mama. Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von uns. Ich stehe jetzt gerade hier im Wohnzimmer und werde jetzt mal rausgehen in den Garten, denn da sieht's aus wie Sau. Aber der Christian guckt jetzt schon ganz böse, der hat ihm schon den Rasen gemäht. Und jetzt sieht's schon viel besser aus. Und jetzt bewege ich mich auch mal nach draußen und rupfe ein bisschen wirres, wintervernichtetes Zeug aus der Erde, dass das so langsam wieder etwas schöner wird. Wir wollen nämlich unseren Garten verändern und ich nehme euch jetzt einfach mit raus. Gleich hole ich den Johann ab. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Just feel the wind, if you look close, you see the lilies dance and how they slowly grow. I'm counting years as they go by. Now all the lilies gone and aces brought to life. 'Cause at times I think I'll leave. Tiffy, was machst denn du da? Muss es sein? Dein neues Körbchen jetzt. Tiffy, hüpf. Sing das nochmal für die Tiffy. Tiffy, hüpf. Na, Tiffy in der Grube. Fina in der Grube. Schaust und schläfst, schaust und schläfst. Aber schwer bist du krank, dass du nicht mehr hoppeln kannst. Pferdchen hüpf. Pferdchen hüpf. Und sing nochmal das für die Tiffy. Das war so süß gerade, was du für Tiffy. Bruder Tiffy, Bruder Tiffy, schläfst du noch? Gehst du noch? Hörst du nicht den Jakob? Hörst du nicht den Jakob? Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Super. Habt ihr das heute im Kindergarten gesungen? Nee? Was habt ihr denn heute im Kindergarten gemacht? Nur gespielt, in die Bärengruppe gegangen. Mhm. Cool. Und du, Tiffy, was hast du gespielt? Du guckst, als hättest du was angestellt. Tiffy, hast du irgendwas angestellt? Nee. Du hast nein gesagt. Tiffy, hast du irgendwas angestellt? Wirklich? Johann, hast du was angestellt? Nein. Seid ihr beide liebe Schätzchen? Ja. Was wollen wir denn jetzt machen? Himmel, Super Wings gucken und ein Eis essen. Und Lutscher essen. Oh, Super Wings gucken, ein Eis essen und ein Lutscher? Ja. Das ist zu viel. Aber zwei Sachen darfst du dir aussuchen davon. Ein Eis. Okay, und was noch? Ein Lutscher. Und kein Super Wings? Doch. Ach so. Also Super Wings und ein Eis. Und ein Lutscher. Nee, den Lutscher nicht auch noch. Ein Eis reicht, ne? Ist dir ein ganz tolles ausgesucht. Was für Eis hast du dir ausgesucht? Schokoladeneis mit Krümelchen. Oh ja, Schokoladen-Vanilleeis in einer Waffel. Ja. Mach bitte keinen Purzelbaum hier, Johann.
Dann plumpst du da runter. Aber hier? Auch nicht. Dann fällt's auf die Tiffy drauf. Du kannst die Tiffy mal ganz lieb streicheln und in den Arm nehmen. Ist die Tiffy dein Freund? Kann ich mal Tiffys Herz hören? Ja, musst mal hören. Hör mal. Wer ist es? Na, wo ist denn das Herz? Was meinst du? Ja. Hör ich mal ganz vorsichtig. Hast du es gehört? Wie hat das gemacht? Pum, pum, pum. Oh, kennst du auch das Lied mit dem Tiffy-Herz? Ja, mein Tiffy-Herz schlägt für mich. Du bist das beste Hündchen überhaupt. Mein Tiffy-Herz schlägt für dich. Johann, ich habe gesagt, kein Purzelbaum auf dem Sofa. Danke. Hier? Auch nicht. Hier? Auf deiner Matratze im Zimmer, wenn sie auf dem Boden liegt. Dann ja, aber hier nicht, okay? Tiffy, hast du gerade also etwa gepupst? Hast du gepupst? Guck mal, wie dreckig die Tiffy ist. Die Tiffy hat ganz doll in der Erde gebuddelt. Guck mal die Füße an. Und so dreckig ist, darf die auf die Couch. Darf man so dreckig überhaupt auf die Couch? Ich glaube nicht, ne, Tiffy? Wir müssen dich, glaube ich, baden. Und das wieder sauber machen. Ja, müssen wir Tiffys Haare waschen, ne? Magst du das, Tiffy? Hat ja gesagt, du badest gern. Oh, Mausi. Und jetzt, was machen wir jetzt? Eis und Superwings. Okay, los geht's. Komm. Hier ist das Eis. Du hier. Hier ist das Eis. Yay. Warte, ich geb's dir. Ich sage, welches Eis ich möchte. Dieses. Dieses. Ja. Gut, ja, kannst du dich denn überhaupt entscheiden bei all den verschiedenen hier? Ja. Oh Gott, warte mal. Soll ich mal erstmal aufmachen und erstmal gucken, ja? Da kann man das öffnen. Das ist da. Groß. Jetzt darfst du es dir nehmen. Nee, das sind drei. Nee, das sind sechs Stück. Guck mal, hier sind noch welche. Und los. Und wo essen wir das Eis? Am Sofa. Oder auf dem Tisch? Auf dem Sofa? Ausnahmsweise. Ist okay, aber ich möchte, dass du das... Setz dich bitte schon mal richtig hin. No risk, no fun. Wo kommt das Papier dann hin? Gut. Pass auf, unten lassen wir das Papier dran. Komm, ich helfe dir mal bitte. Guck mal, ich mache dir das hier oben auf. So, guck mal, dann ist hier nämlich noch ein bisschen was hier drunter, okay? So, und jetzt setze ich mal richtig hin erstmal. Nein, nicht auf den Teppich! Nicht auf den Teppich! Glück gehabt, Tiffy! Tiffy! So, jetzt setze ich mal richtig hin, anlehnen. Lass mich mal halten. So, richtig hinsetzen? Ja, hab ich doch. Sitzt du richtig? Eis festhalten? Eis in den Himmel halten? Nach oben? Und ein Handtuch? Warte. Okay. Kleckern verboten und am Sofa abwischen verboten, okay? Eis essen und sich darüber freuen erlaubt. Und lachen auch erlaubt. Du hast recht. Das stimmt. Dann fällt man runter. Du hast so recht. Gleich ist es fertig, dann ist es alle, ne? Und dann? iPad gucken. Und was möchtest du gucken? Superlinks. Eine Folge, okay? Zwei Folgen? Ja. Nein, drei nicht.
Ich gucke nur 3, aber nicht 4. Nee, 2 Folgen darfst du gucken, okay? Nicht eine und nicht 3, 2 Folgen. Okay? Dann machen wir hier eine kleine Pause auf der Couch. Du darfst iPad gucken, Mama macht schnell, schneidet ein bisschen am Video weiter, okay? Und dann gehen wir in dein Zimmer. Und was wollen wir dann machen? Wollen wir malen oder wollen wir kneten oder wollen wir ein Spiel spielen? Kneten. Kneten? Ja. Okay. Check. 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 Check, 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 check. Bist du mein Schatz? Ja. So, ihr Lieben, wir sind zu Hause. So sieht man auch manchmal aus, ne? Ja. Und wir machen eine kleine Pause mit Eis und Tiffy Eis beobachten. Und der Johann darf jetzt 2 Folgen Super Wings gucken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Kinder gerne gucken. Oder vielleicht dürfen die ja gar nicht gucken. Nee. Aber bei uns ist das ja... Nee, nicht, weil ich schon mal keine Super Wings gucken. Peppa Wood und Super Hemmings. Peppa Wood und Super Hemmings. Okay, ja gut. Auf jeden Fall 2 kleine Serien durfte er sich jetzt aussuchen. Mal gucken, was es gleich sein wird. Auf jeden Fall einmal Super Wings und das zweite wahrscheinlich Peppa Woods, ne? Ja, schauen wir mal. Und genau, das darf er jetzt gucken. Das machen wir manchmal so, wenn er vom Kindergarten kommt. Früher war es eine Pulle Milch und kurze Pause. Und heute ist es halt irgendwie eine Serie auf dem iPad. Ich glaube, das ist okay, solange es sich in Maßen hält. Könnt ihr mir aber schreiben, wie ihr das so macht, ob eure Kinder auch mal was gucken dürfen auf dem iPad oder eher gar nicht. Oder wie das so ist, sind die eher so voll in Trouble, wenn die vom Kindergarten kommen. Also bei uns ist eher so... Der Johann kommt, wird dann abgeholt und dann macht er erst eine Pause. Meistens darf er dann Eis essen oder manchmal auch Gurke. Also es ist so ganz unterschiedlich. Manchmal hat er auch Hunger, wenn er im Kindergarten nicht so gut gegessen hat. Und ja, heute war es ein Eis. Was machst du da? Achso, er genießt. Und genau, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich nehme jetzt meinen Laptop. Während er Super Wings guckt, setze ich mich jetzt hier neben ihn. Da zwischen ihn und Tiffy. Und hier ist mein Laptop. Und jetzt... werde ich schon mal anfangen, dieses Video zu schneiden und dann möchte ich gleich noch Tafelspitz mit Meerrettichsoße kochen. Und ich denke, ich werde einen Cook & Talk machen. Habt ihr Lust auf ein lecker, lecker, lecker Schmecker Gericht? Ich überlege es mir mal. Okay, bis gleich. Und jetzt? Waschen. Waschen, genau. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye-bye, now you're gone. Look, the cat is in the cradle, but you are moving on. Guess I had to see you later. Oh, yeah, right now there's something in the air. This could be happening, so come on, I'll take you there. Ist der Mund sauber? Zeig mal deinen Mund. Ja, super. Und Hände abtrocknen, bitte. Hände bitte abtrocknen. Hände bitte abtrocknen. Und den Mund auch. Super. Wollen wir jetzt nochmal Pipi machen? Nö. Okay. Ich mein Pipi. Da, ich dann geh nochmal Pipi machen. Komm, dann kannst du... Ich hab schon Pipi gemacht. Mach dir das jetzt leer. Geh mal nochmal gucken. Vielleicht kommt noch was raus, ja? Aber ich hab doch nicht mehr getrunken. Hast nichts mehr getrunken? Komm, wir gucken mal nach einer Hose. Nach einer bequemen Hose. Wollte der Johann, hier ist eine bequeme Hose. Ja, so sieht übrigens der Kleiderschrank dann auch aus, wenn er nicht so gut sortiert ist. So, ups, habe ich gesucht. Ups, hier ist auch eine Feuerwehrleiter. Prima. Und was machst du da, Johann? Ich möchte mit dir jetzt kneten. Kneten wollen wir jetzt? Ja. Na gut. Aber ich mach das mit Tuch. Und du machst das Flugzeug. Was ist denn das? Ist das ein Flugzeug? Ein super Flugzeug. Was ist denn das? Ein Weltraumflugzeug. Wie heißt denn das? Mathesis. Ist es vielleicht ein Space Shuttle? Ein Space Shuttle. Das ist ein doch gerade habe. Der war kein Stuhl. Ups. Jetzt aber schnell einen Stuhl. Und danach räumen wir hier mal ein bisschen auf, ne, Schatzi? Nö, aber erst kneten. Okay.
okay. Okay, okay. Ich bin auf Motorrad. Nicht da drüber klettern, so. So nicht, Johann. Andersrum bitte auf den Stuhl gehen. Ich bin am Motorrad und du bist der Mensch. Okay. Ich bringe erstmal hier das Wasser weg, nicht, dass das irgendwie umfällt. Ach so, das ist übrigens auch mein Supertrick hier. Ich habe hier diese Becher einfach in so einen Tupper-Dingschen hier von Ikea gemacht. Und dann kann man das so hinstellen, ne? Und dann fällt das nicht um. Voll der Tipp. Aber das ist doch meine Lieblingsbrotdose. Ach so, Quatsch. Du hast doch noch 100 andere. Das ist doch eine, wo wir schon den Deckel abgemacht haben. Aber das ist eine gute Idee, ne? Dass die nicht umfallen, die Becher, oder? Ja, nee, Baby. Ja. So, das mache ich jetzt mal weg. Und ich komme gleich wieder. Okay, mein Schatz? Gut. Ja, ich habe gerade noch überlegt, ich mache uns jetzt noch Blumenkohl. Hallo, das ist das Blumenkohlkraus. Genau, ich mache uns jetzt Blumenkohl hier hin, mache ich noch ein bisschen Kartoffelchen. Und das wird dann unser Abendessen heute ohne Fleisch. Und dazu werde ich irgendwie so ein bisschen irgendwie eine helle Soße vielleicht noch machen oder ein bisschen Butter dazu. Und genau, dann werde ich aber heute trotzdem den Tafelspitz kochen. Und das filme ich euch dann separat, wenn ich hier das Chaos wieder beseitigt habe. Ich war manchmal rausgeflogen und dann war ich ein Baby und dann bin ich und dann war ich groß. Und jetzt bist du schon so groß? Ja. Und wie bist du aus Mamas Bauch rausgekommen? Flup. Ja, so einfach. Habe ich denn nur Spaß gemacht? Erzähl mal der Oma, was du heute im Kindergarten gesagt hast. Kam heute die Erzieherin zu mir und hat gesagt, heute hat er eine Granate gebracht. Ne? Und dann haben irgendwie die Kinder haben so erzählt und haben gesagt, ja, du bist ein Bruder, mein Bruderherz. Ne? Und dann kam jemand anders und hat gesagt, du bist mein Schwesterherz. Und dann ist der Johann hingerannt, ne, und hat gesagt, ich kenne ein Lied, das ist Mamaherz. Mein Mamaherz, es schlägt für dich, du bist das größte Glück für mich, der größte Wunsch, der für mich in Erfüllung. Die Lieder, die ich geschrieben habe, beschreiben diese bedingungslose Liebe, die ein Mamaherz fühlt. Ich hoffe, dass Mamaherz auch der Soundtrack eures Herzens wird. Aus meiner Liebe wurde ein Wir, mein Mamaherz. Es schlägt wie deins, denn wir sind eins. Hier könnt ihr meinen Kanal übrigens abonnieren. Dort gibt es Informationen zu meiner CD Mama Herz mit Liedern für Mamas. Und hier drüben sind nochmal zwei Videos, die ich ziemlich cool finde und ihr vielleicht auch. Tschüss! Ich hab dich gemacht und du mich zur Mama.